Da ist man einmal am Sonntag nicht direkt online und was ist? Rummenigge und Minzler verlassen die Taskforce, weil Rettich, neuer Geschäftsführer ist beim DFB. Es ist so lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Weil jetzt kommt mal einer, der auch ein bisschen kritisch mit dieser ganzen Kommerzialisierung des Fußballs antritt. Und wer geht dann natürlich? Die zwei größten Geldsäcke des deutschen Fußballs. Die Bayern gehen raus aus der Taskforce und RB Leipzig gehen raus aus der Taskforce. Kann man eigentlich so ohne Kommentar stehen lassen, oder?